Also im Grunde genommen geht es hier einfach um Umstandsänderungen des Menschen. Dass man mit den Handlungen nicht wartet, da sich ändernde Umstände manchmal auch negativ ausfallen kann für den Menschen. Er sagt hier, er nennt hier einige Umstände, in denen sich der Mensch immer befindet. Entweder bist du reich oder du bist arm. Wenn der Arme reich wird oder der Reiche arm wird, dann ist das meistens, führt das oft nicht zu einem seligen Ende. Wenn der Arme reich wird, bringt es ihn aus den, Ruder. Kommt ins Überschwappen und kommt aus dem Lot. Und wenn der Reiche arm wird, schlagen ihn die Sorgen tot. Deswegen sagt er hier auch Faqran Munsiyan. Das heißt, Armut, die dich vergesslich macht, aufgrund der Sorgen. Man ist nur noch besorgt über seinen Zustand und über das, was einen gerade plagt. Oder er sagt auch Maradan Mufsidan, eine Krankheit, die dich träge macht, eine Krankheit, die dich verdirbt, dein Leben verdirbt. Auch Haraman Mufnida, Alter, man kommt auch niemand, wenn er überlebt länger, das dich senil macht. Deine Sinne funktionieren nicht mehr, dein Hirn funktioniert nicht mehr richtig. Und dann sagt er, oder den Tod, den plötzlichen Tod. All diese Dinge sind mit einprogrammiert in unserem Leben. Also das sind Umstände, in denen bewegen wir uns ständig. Oder auf sie laufen wir zu. Dann spricht er zwei andere Angelegenheiten an, die nicht jeder unbedingt treffen wird, nämlich den Dajjal und das Eintreten der Stunde. Diese letzten zwei betreffen zwar nicht jeden, aber die Stunde betrifft jeden im Sinne, dass jeder von der Auferstehung betroffen ist, aber hier ist gemeint das Eintreffen der Stunde, diese einleitenden Dinge, die davor stattfinden werden. Taib.